Vor der Tür des haarigen Töpfers standen Ron und Hermine. Sie hatten in der vergangenen Nacht beschlossen, ein Haustier anzuschaffen. »Ich will einen mächtigen Adler«, sagte Ron in seiner mächtigen, männlichen Stimme. »Ich möchte ein Pferdchen«, sagte Hermine, denn sie war das Mädchen der Gruppe. Aber sie konnten sich nicht entscheiden, denn sie waren nicht die Hauptprotagonisten. Sie waren nur Sekundärprotagonisten. Und obgleich der haarige Töpfer überhaupt nicht der Hauptprotagonist einer Geschichte sein wollte, sondern einfach nur endlich seine Werkstatt fegen, löste er das Problem. Er schaffte ein Hippogreif an. Und damit willkommen bei Harry Potter. Buchenholzmodellset. Seidenschnabel aus der Incredibles-Serie. Mal ein bisschen was anderes als die Lego-Sachen. Ich überlege gerade, ob ich die Geschichte irgendwann zum kompletten Buch mache. Ich glaube ja. Überschrift: Der haarige Töpfer will einfach nur seine Werkstatt fegen. Und alles basiert auf dem Harry Potter Merchandise, das ich habe, und erzählt die Geschichte danach nach, als hätte ich die Bücher nie gelesen. Das wird großartig. Okay, zu diesem Ding. Habe ich im Buchhandel gesehen, fand ich einfach interessant. Ist ja so, kann man noch fassen unter Bauspielzeug, also habe ich es mal mitgenommen, denn gefiel mir halt einfach. Ich dachte, dann stelle ich es auch mal vor. Es gibt auch noch einen Dobby. Der Dobby ist, ich glaube, den gibt es hier, ja, hier seid in der Vorschau da. Der ist potthässlich. Den X-Wing und den R2-D2 habe ich da im Laden nicht gesehen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Modelle. Aber ich denke, beispielhaft für diese Serie ist das einfach mal ein schönes Ding. Wir sehen hier das Cover mit einem schönen Aquarell vorne drauf. Das hier ist aufgesteckt. Und wenn man das wegnimmt, dann sieht man sogar, wer das Buch geschrieben hat. Das ist nämlich sonst nicht rauszufinden. Ja, okay. Harry Potters fabelhafter Hippogreif. Na, da schau mal her. Der gute alte Seidenschnabel. Das Buch ist so ein bisschen ein Making-of zum Film, also wie die Effekte von Seidenschnabel im Film gemacht wurden, wie sich die Leute das gedacht haben beim Drehbuch. Bisschen was von der Charakterisierung aus dem Buch, wobei relativ wenig. Nett gemacht, kann man mal haben. Für mich aber die Hauptattraktion hier ist in der Tat das Holzmodell von Seidenschnabel. Diese Holzmodelle haben für mich absoluten Nostalgiewert. Die gibt es ja auch schon ewig. Ich habe mal versucht herauszufinden, wo die eigentlich herkommen. Ich weiß es bisher nicht. Das Älteste, was ich gefunden habe, ist eine Firma in Duisburg in Anfang der 60er. Und das scheint auch die Quelle dieser Modelle zu sein. Aber irgendwie haben die sich überall ausgebreitet. Die gibt es ja weltweit. Ja, und die sind einfach ein Hauptbestandteil jedes Spielwarengeschäfts. Früher in Holz gestochen, heute gelasert, weil wir in der Zukunft leben. Das ist, ne, unser komplettes Ding, ein Bogen. Sehr schön finde ich, dass die Verpackung betont. Wo habe ich es jetzt? Ja, hier. Ökologisch, kein Kleber oder Werkzeug nötig. Und dann ist das Ding in Plastik eingeschweißt. Völlig unnötig. Ja, einen Schritt nach dem anderen. Wir haben noch ein bisschen Papier dabei. Das eine ist, ja, das ist Werbung für die komplette Reihe. Da sieht man, es gibt sogar noch mehr, als ich gesehen hatte. Die Disney-Sachen hatte ich noch gar nicht gesehen. Ein Batmobil. Turtles. Interessante Auswahl. Die Bücher kosten 19,99 im Üblichen. Dieses Ding war gerade im Ausverkauf für 5 Euro, beziehungsweise als Sonderposten, wie auch immer, aber die Buchserie insgesamt scheint noch zu laufen. Und ja, genau. Das andere, was drin ist, ist eine Anleitung. Die Teile werden nummeriert und dann
seht ihr hier, wie das Ganze zusammengesteckt wird. Wie viele Schritte haben wir denn insgesamt? Wir haben 22 Schritte bis zum letzten Flügel. Und nochmal ein schönes Bild von Seidenschnabel. Ich will immer Silberschweif sagen, ich weiß selbst nicht warum. Seidenschnabel heißt das Tierchen. Oder Buckbeak im Original. Das wird ein bisschen dauern, daher baue ich das jetzt mal in einer kleinen Pause zusammen und dann schauen wir uns mal den fertigen Seidenschnabel an. Ja, okay, ich fand die Anleitung etwas unklar. Die ist halt komisch gelayoutet. Hier ist Schritt 1, 2, 3, 4, okay. Und dann ist da drüben plötzlich 5, 6, was besonders verwirrend ist, weil das unterhalb des Titelbilds ist, was so auch, was beim Aufschlagen halt komplett verwirrend ist, weil der Baum mit Schritt 5 anfängt, wenn man das Ding aufmacht. Ja, okay, leichte Verwirrung. Ich glaube, so sieht Seidenschnabel gar nicht aus. Ich habe schon wieder fast Silberschweif gesagt. Trotzdem, hübsches Modell. Ich repariere das mal eben auf Screen. Ah, das ging schnell. Okay, schon besser. Ja, der Aufbau, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie lange das gebraucht hat. Ich würde sagen, ungefähr 10, 15 Minuten. Wahrscheinlich wird jetzt gleich mitten im Video die Kirchenbimmel nebenan losgehen. Das wird lästig, aber da wisst ihr wenigstens, was los ist. Es ist gerade Mittag. Ja, das ist unser Seidenschnabel. Ein schönes Modell, relativ groß mit der Flügelspannweite. Hier haben wir meine Hand zum Vergleich. Oder noch besser, ich hole ein Lineal. Dann kann ich euch genau sagen, wie lang das Ding ist. Ah, 20 cm Spannweite. 11 bis, ja doch, 11 cm lang. Und eine Höhe hat es auch irgendwie 12 cm. Schon eine ganz gute Größe. Im Buch sind auch ein paar Vorschläge, oder ist ein Vorschlag drin, wie man ihn bemalen kann. Nach dem Vorbild von Seidenschnabel im Film kann man natürlich auch anders machen, wie er möchte. Thema Anspruch des Sets. Ist es ohne Kleber zusammenbaubar? Ja. Zwischendurch wirken einige Stellen ein bisschen wackelig, aber wenn es komplett ist, hält es 100%, ist stabil. Das ist gut. Ohne Werkzeug definitiv auch. Ich würde allerdings ein bisschen Schmirgelpapier empfehlen, um Bruchkanten ein bisschen zu glätten, aber das ist optional. Von den Details her finde ich, sowas ist natürlich schon beachtlich. Die Augen hier, die sind auch rein gelasert, die gehen quasi in dieser kleinen Platte als Loch durch mit der Pupille. Das ist beachtlich. Die Nasenlöcher sind hier drin, der Schnabel hat eine kleine Spitze, die Flügel haben ein sehr schönes Muster oben drauf. Die Füße hinten auch, das ist schön gemacht. Das Einzige, was beim Zusammenbau etwas schwierig war, waren die Hinterbeine. Die Hinterbeine und dieser lange Holzsteg hier, die beiden, sind ein Teil. Da hatte ich schon zwischendurch so die Befürchtung, oh Gott, hoffentlich bricht das nicht, wenn ich es aus der Form breche. Es ist nicht durchgebrochen, aber das ist etwas, wo man etwas drauf achten sollte. Alles andere hat hervorragend, einfach und direkt funktioniert. Die Teile sind in der Reihenfolge des Zusammenbaus nummeriert. Und wahrscheinlich könnte man es sogar, wenn man die Anleitung verloren hat, sich einigermaßen schnell denken, wie es zusammenkommt. Und dann hat man ein tatsächlich ganz nettes Regaldisplay. Ah, da sind die Kirchenglocken. Es ist 12. Ich gehe Mittag, Video wird rendern und in 1-2 Stunden seht ihr es dann. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt der Weihnachtsmoment, was?